Willkommen zur RBL Weihnachtschallenge. Heute mit Xaver Schlager und mit Konrad Leimer. Die heutige Challenge: Geschenke einpacken. Die Jungs haben 5 Minuten Zeit. Wer ist schneller und packt die meisten Geschenke ein? Die Zeit läuft. Hoppe, ich hab mal wieder falsch gemacht. So, mein Ball in die Mitte. Komm mal rein. Hey, ich bin ja Finger. Mit sowas genau 0,0 begabt. Ja, sieht trotzdem schon ganz gut aus. Wo ich super schon eins habe. Ich mach da bitte Bansen rein. Ah. Da kommt schon die Schere zum Einsatz und es wird einmal kräftig durchgezogen. Ach, komm. Danke. Aber was ist denn das auch, Alter? Ja, nicht schlimm, es geht trotzdem weiter. Es muss ja nur eine Seite schön sein, oder? Wir schauen ja von hinten und vorne an. Ja, einfach reißen, das hilft immer. Dann habe ich noch 56 Sekunden. Hast du alles? Ich habe nur 3. Und auch bei Xaver sieht es ordentlich aus. Beide fertig. Wie sieht's aus? Was machen die Geschenke? Das schaut super aus. Hier ist mein Ball. Also den habe ich ein bisschen geformt. Hier meine Socken, die sind auch sehr schön. Da war nicht mehr so viel Zeit. Sind die belüftet? Sind belüftet, genau. Und meine Seitenstrahler auch super, schau, ich habe in der Hose. Die könnte ich sogar unterlegen. Wäre okay, wenn ich die unterlege, sag ich dir. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. So eine halb angeschnittene Uhr eingewickelt. Hier habe ich so einen Ball, der was, ja. Sieht auch schön aus. Und hier habe ich 3 klassische Geschenke. Die sind wirklich gut aus. Die Funktion erfüllen sie, muss ich sagen. Absolut. Und jetzt gilt es zu entscheiden, wer hat gewonnen. Xaver hat 4 Geschenke eingepackt. Dafür waren Connys Geschenke natürlich ein Tick schöner. Deshalb unentschieden.